fuck. Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem kurzen Genshin Impact Informationsvideo. Wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, werdet ihr in eurem Postfach die 240 Primo Gems gefunden haben. Die gab es als Entschädigung für die Serverwartung heute Morgen oder heute Nacht um 2 Uhr morgens bis um 6 Uhr morgens ging das Ganze. Ihr musstet auch euren Launcher updaten und so weiter und so fort. Aber worum es mir eigentlich geht in diesem Video ist diese Umfrage hier. Wenn ihr das noch nicht bekommen habt, dann wartet noch ein bisschen. Es kann sein, dass ihr die Umfrage noch bekommt, aber falls ihr sie bekommen habt, dann würde ich euch doch ganz gerne bitten, an dieser Umfrage dran teilzunehmen. Nicht, weil ich jetzt quasi, wie gesagt, daraus ein neues Video machen konnte, sondern weil es mir wichtig ist, dass so viele Leute wie möglich an dieser Umfrage dran teilnehmen. Gerade weil miHoYo angekündigt hatte, das Game um die Community herum aufzubauen. Und die ganze Umfrage macht natürlich nur dann Sinn, wenn möglichst viele Leute an dieser Umfrage teilgenommen haben. Denn das ist quasi unsere Möglichkeit als Community oder die Möglichkeit der Community, sage ich jetzt mal. Ich habe ja noch keine wirkliche Community, aber wie gesagt, unsere Möglichkeit, unsere Ideen damit einzubringen. Und ich denke mir, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr viel umsetzen werden, wenn sehr, sehr viele Leute natürlich auch dementsprechend dieselben Einwände bringen und dieselben Anregungen und Anmerkungen. Und ich denke, vieles wird sich dann auch auf das Resin-System hinauslaufen, auf das Koop-System logischerweise, eventuell hier und da auf den gewundenen Abgrund. Und so weiter und so fort, die Respawn-Zeit der Bosse, wie Sturmschrecken oder Wolfskönig, dann natürlich die Kosten für die Dungeon-Runs mit den 20 Resins und so weiter und so fort. Und je mehr Leute das bringen, desto mehr muss miHoYo quasi in die Richtung einlenken und das Game dementsprechend anpassen. Und das wird für uns natürlich dann auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Zum einen hat miHoYo dann eine zufriedene Community und zum anderen, wenn wir das Glück haben, eventuell, dass dann unsere Ideen umgesetzt werden, haben wir dann noch sehr, sehr lange und sehr, sehr viel Spielspaß an Genshin Impact. Das so als kleiner Appell, mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen und so als kleine Anmerkung, ihr seht es auch hier, als Dankeschön gibt es 30.000 Mora, die ihr dann dadurch bekommen könnt, wenn ihr die Umfrage gemacht habt. Dauert im Schnitt so zwischen 5 und 10 Minuten, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie viele Anmerkungen und Einwände ihr habt und je nachdem, wie schnell ihr dadurch natürlich auch logischerweise durchkommt. So viel mal zum heutigen Video. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen danke an dieser Stelle, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Danke, dass ihr euch dieses kurze Video angeschaut habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, nicht über ein Abo diesmal und auch nicht über einen Kommentar oder über einen Daumen nach oben. Doch, Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall freuen, einfach damit so viele Leute wie möglich das Video sehen und auch so viele Leute wie möglich an der Umfrage teilnehmen. Aber, wie gesagt, nicht primär über ein Abo, sondern tatsächlich heute mal eher, wenn ihr an der Umfrage teilnehmen könntet, wenn ihr die Zeit dafür aufbringen könnt. Ich bin nicht euer Boss, ihr müsst es nicht machen, aber wie gesagt, als kleiner Appell und deswegen danke an dieser Stelle und danke, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Bis dahin macht's gut, bleibt auf jeden Fall gesund und Peace!